Ich lebe hier in Columbus, Ohio. 2045 immer noch die am schnellsten wachsende Stadt der Erde. Was einem aber nicht so vorkommt, wenn man in den Stacks wohnt. Man nennt unsere Generation die verlorenen Millionen. Verloren nicht, weil wir verschwunden wären. Man kann nirgends mehr hin. Nirgends. Außer in die Oasis. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Mit mir im Studio die Kate. Hallo Kate. Hallo. Und wir haben wieder, achso, ich bin der Erik und wir haben wieder volles Programm für euch. Sneak Preview, neuen Kinofilm gesehen. Kate hat eine Serie gecheckt. So nennt man das doch in der YouTube-Sprache. Wir müssen doch wieder die Jugend erreichen hier. Und genau, lasst dann auch mal ein Like da, ihr wisst Bescheid. Ja, wir starten gleich mal rein. In das Sneak Preview hatten wir den Film Gringo. Und den hatten wir ja schon diverse Male getippt, weil irgendwie dieser Film mit seiner Story auf so ziemlich jeden Tipp gepasst hat, den wir in den letzten Wochen hatten. Und jetzt kam er dann endlich mal. Was heißt endlich? Ja, jetzt kam er halt mal, ne? Es handelt davon, dass ein Mann, gespielt von David Oyelowo, so um was, der arbeitet für so ein Pharmaunternehmen. Und das Pharmaunternehmen ist in den USA ansässig und die haben auch eine Produktion in Mexiko. Und da, speziell um diesen Standort kümmert er sich so ein bisschen. Und er bekommt dann auch mal so zwischen den Türen mit, dass wohl was geplant ist, eine Fusion geplant ist und dass darum wohl auch einige, Angestellte das Unternehmen verlassen wollen, speziell eben so leitende Angestellte, die werden halt nicht mehr benötigt und die werden wahrscheinlich dann gehen müssen nach der Fusion. Und sein anscheinend bester Kumpel, gespielt von, wie hieß er, hatte vorhin gerade den Namen, Joel Edgerton, der mir als erstes da in den Sinn gekommen ist, der war bei diesem komischen Film mit diesem Geschenk hier, The Gift, wo da irgendwie so ein Geschenk da auf der Türschwelle lag und so, wo da dieser creepy Typ, aber der hat auch in einigen Filmen mitgespielt, hat auch bei Black Mass mitgespielt und jetzt zuletzt auch bei Red Sparrow und bei Bright hat er auch mitgespielt in dieser Netflix-Produktion. Der spielt seinen Chef und Charlize Theron spielt auch eine leitende Angestellte in diesem Laden und die nutzt alle Waffen, die sie hat, auch die Waffen der Frauen, um da irgendwie voranzukommen und lässt da durchaus auch mal ihre Reize spielen. Und der David Oyelowo, der hat da so die Bedenken, dass er quasi auf der Abschussliste steht nach dieser Fusion und die alle wissen irgendwie gefühlt mehr als er. Und dann kommt auch noch ein Fall auf, dass nämlich in dieser Produktion, um die er sich besonders kümmern muss in Mexiko, dass da wohl ein Inventurdefizit entstanden ist und das wohl nicht ganz ohne ist. Und er soll dann mal runterfliegen nach Mexiko und prüfen, woran es da liegt, ja, und das nach Möglichkeit in Ordnung bringen, weil natürlich das alles stimmen muss. Und er will dann runterfliegen und sein Chef und seine Chefin, die wollen aber mitfliegen und wollen auch mit dem Betriebsleiter da unten sprechen. Sie drängeln sich dann auch so ein bisschen vor und sprechen mit dem. Und dann kommt relativ schnell raus, das müssen wir jetzt mal so ein bisschen verraten, um die Story da ein bisschen darstellen zu können. Das ist jetzt kein schlimmer Spoiler. Es kommt halt raus, dass die beiden, Charlize Theron und sein Freund/Chef, da wohl ein krummes Ding am Laufen haben mit diesem Betrieb. Der Betrieb, der hat dann irgendwelche, also sie stellen so medizinisches Marihuana in Tablettenform her, weil ja in USA in sehr vielen Ländern mittlerweile Marihuana freigegeben ist und die wollen eben schon mal jede Menge produzieren
falls es dann die Zulassung bekommt, dass dann eben die Leute nicht mehr das Marihuana rauchen müssen, sondern können es gleich in Tablettenform einnehmen. Da interessiert sich natürlich die Drogenmafia in Mexiko dafür, dass da auch, und da wird halt eben ein bisschen was abgezweigt, und das ist dann auch dieses Inventurdefizit, worum er sich eigentlich kümmern soll. Er weiß aber nicht, warum das entsteht, und dadurch, dass die anderen es eigentlich wissen und vertuschen wollen, wird es ihm halt schwerer gemacht. Und er ist dann halt irgendwann in diesem Hotel da unten und stellt halt fest, also sein Chef und seine Chefin sind wieder abgereist, und dann kommt irgendwie alles zusammen. Seine Frau will sich von ihm trennen, weil sie eine Affäre hat, sagt sie ihm per Skype, und dann kommt eben mit dazu, dass er da überhaupt nicht weiterkommt und dass er auf der Abschussliste steht. Das bekommt er dann nochmal unverblümt gesagt. Und er fasst einen Entschluss, das, was man auch im Trailer schon sieht, dass er quasi eine Entführung fingieren möchte. Das heißt, er kauft sich dann irgend so ein Wegwerfhandy und ruft dann in seiner Firmenzentrale bei seinem Chef an und sagt, hier, ich bin hier entführt worden, auf mich wird eine Waffe gerichtet und die wollen 5 Millionen. Und mit diesem Lösegeld erhofft er sich halt quasi so eine Art Altersvorsorge, ja, für den Fall, dass er dann eben lange keinen Job findet. Und er weiß aus eigener Erfahrung, dass wohl die Firma ihre Leute da unten in Mexiko versichert hat, eben in dieser Höhe. Und das müsste eigentlich ein leichtes sein, dann dieses Lösegeld zu bezahlen. Es läuft aber dann alles nicht so wie gedacht. Geht dann einiges schief. Und es gibt noch so eine kleine Parallelgeschichte von so einem Pärchen. Da ist Amanda Seyfried mit dabei. Die arbeitet in so einem Musikgeschäft, wo sie so Gitarren und sowas verkaufen. Und ihr Freund, der ist wohl so Gitarrenspieler, und der wird mal angehauen, dass er mal nach Mexiko gehen soll und da irgendwelche Sachen schmuggeln soll für ganz viel Geld. Er wird ein bisschen unter Druck gesetzt. Und das ist so eine Parallelgeschichte, die noch erzählt wird. Und die Geschichte von denen, die kreuzt sich dann noch ein, zwei Mal im Film. Und ja, ich glaube, die weiteren Verwicklungen, die brauche ich jetzt mal nicht erzählen. Und was dann sonst noch so passiert, eigentlich auch nicht. Ach, vielleicht ein was noch. Man hat ein Wiedersehen mit jemandem von District 9 von dem Film. Der hat eine ganz coole Rolle. Der spielt den Bruder von dem Pharmachef, der quasi zu Hilfe geholt wird, weil er sich in so Krisengebieten ganz gut auskennt. Der ist auch gerade, der Anruf geht auch gerade irgendwo nach Haiti durch, wo er da mitten im Nirgendwo da irgendwo Dienst tut, in einer humanitären Mission. Ja, das ist da noch ein ganz nettes Ding. Ich finde gerade den Namen nicht hier, wie der heißt. Ja, aber dürfte ja bekannt sein, der Hauptdarsteller von District 9. Habe ich noch irgendwas vergessen da jetzt? So? Nee. Das ist eine sehr, sehr verstrickte Geschichte, was es aber auch, finde ich, so spannend und so gut gemacht hat. Also klar, ich habe am Anfang gedacht, was soll denn jetzt diese Side-Story mit Amanda Seyfried und ihrem Mann oder Freund? War nicht ganz so klar, worauf das hinauslaufen soll. Und das hat sich dann aber so doch schön eingefügt und hinterher auch ein schönes Bild ergeben. Und ich finde die Story an sich auch total cool. Also, dass er halt so verzweifelt ist, dass er sagt, ich täusche meine eigene Entführung vor, damit ich noch irgendwo ein bisschen Kohle aus der Sache rausziehe, nachdem ja meine Frau mich schon verlassen hat und alles und ich hier gekickt werden soll von meiner Firma. Ich finde, er hat es auch super toll gespielt. Also, wie er da auf seinem Hotelbett sitzt und hier einen auch verzweifelt macht und nebenher muss er aufpassen, dass er nichts Falsches sagt oder irgendwie lacht oder was weiß ich. Ich fand es echt gut gemacht. Hat sich noch irgendwie die Mexikaner mit dazugeholt da. Genau, die im Hintergrund so rumrufen mussten. Irgendwas auf Spanisch. Irgendwas auf Spanisch und Mexikanisch sagen sollten. Das hatte, also der Film hatte echt Charme. Mir hat es wirklich gut gefallen und auch Charlize Theron nimmt dies als diese knallharte Firmenbossin. Ja, also das fand das eine starke Rolle von ihr. Hat mir gut gefallen, muss ich schon sagen. Ja. Man hat aber gemerkt, dass sie da den Film mit produziert hat. Sie hat sich da schon ein paar gute Szenen selber reingedrückt. Also wo sie sich mal ein bisschen von der anderen Seite zeigen konnte, da so als Vamp würde ich es mal bezeichnen. Ja, wie sie dann auch wieder ihren knallroten Lippenstift nachgezogen hat und
Powerfrau hoch 10 und ich, also die würde über Leichen gehen, diese Rolle, die sie da spielt. Und ja, ich fand den rundum einfach cool, der war toll erzählt, der war lustig teilweise, er war knallhart, er war brutal manchmal. Es war eine total verstrickte Story, wo aber am Ende keine offenen ja, Stränge mehr sind. Also das ist alles zu einem Ende zusammengelaufen, was mir gut gefallen hat. Ja, ich fand es so ein bisschen, also er war schon ein bisschen sehr naiv, dieser Typ da. Also das, und dann manche Sachen waren einfach, wenn man überlegt, dass der wird ja nicht das erste Mal da unten gewesen sein, der wird ja wissen, wie er sich da bewegt und so. Das war irgendwie alles ein bisschen sehr, ja, aber an sich war es eine sehr erfrischende Geschichte, nach den ganzen doch eher schwierigen Film, die wir so in der Sneak Preview in den letzten Wochen hatten, war das echt mal ein cooles Ding. Also, ja, ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal anschauen würde. Das ist ja für mich immer so ein Gradmesser, ob mir der Film jetzt sehr, sehr gut gefallen hat oder ob ich sage, ja, cooles Ding, einmal sehen reicht. Jetzt habe ich es verstanden, worum es da geht. Und es hat jetzt nichts gehabt, wo ich gesagt hätte, wow, ey, muss ich unbedingt nochmal gucken. Das habe ich jetzt, die Szene und die Szene, die will ich nochmal sehen oder so. Es waren irgendwie gute Darsteller drin, aber ja, weiß auch nicht so recht. Die Idee war ja ganz nett, aber dass dann der mexikanische Drogenboss dann doch wieder so Stereotyp, so, ach, und dann, Das war schon witzig. ja, wenn man Breaking Bad geguckt hat, dann weiß man ja, was da so passiert. Ja, aber an sich cooler kleiner Film. Also ideal für die Sneak, finde ich eigentlich, weil da ist eigentlich für alle ein bisschen was dabei. Hatte so ein bisschen so Guy Ritchie-Anlehnung von seinen besseren Filmen, sage ich mal. Mit so ganz total verwirrende Gangstergeschichte, wo dann irgendwie so irgendwas aus dem Hut gezaubert wird und da noch was und dort noch was und ja. Ich sehe gerade, hier steht von Nash Edgerton. Ist es der Bruder von Joel Edgerton? Der Regisseur. Ja, die sehen sich auch ähnlich, aber ich sehe jetzt Okay. in der Biografie den Zusammenhang nicht, aber ich finde, die sehen sich ähnlich. Weil dann hat ja sein Bruder das vielleicht in Szene gesetzt. Das wäre natürlich cool, er ist Australier. Also hier steht, Nash Edgerton is the brother of Joel Edgerton. Ja, siehst du? Who played Owen Cool. Lars in Star Wars Episode 2, Attack of the Clones? Okay. Ja, ob uns das jetzt hilft bei der Bewertung, dass das der Bruder ist, der es Nee, ich gedreht finde hat. es lustig, ich finde es cool irgendwie. Auf jeden Fall war es eine Amazon-Produktion, kam ja hier Amazon und da kamen Tausende von Produktionsfirmen, ja, also winzig kleine Dinger. Total verrückt. Es ist meistens immer kein gutes Zeichen, wenn da so ganz viele so Logos erscheinen von Produktionsfirmen, von denen man noch nie irgendwas gehört hat. Aber na gut. An sich, ja, ich weiß auch nicht, ich glaube, wir haben jetzt eigentlich alles dazu gesagt, war jetzt. Ich will nicht zu viel verraten, weil vielleicht bekommen das doch noch einige in der Sneak Preview und Wie läuft der nicht jetzt schon? läuft er schon? Gleich mal gucken hier. Schon. Wann hat er den Starttermin? Hat er denn nicht Sind im ja wieder Bundestag bestens statt? vorbereitet hier. 5.4. Ja, Ah, okay. tatsächlich. Der läuft also schon. Den haben wir ja wahrscheinlich letzte Woche in den Kinoneustarts genannt. Ups. Na gut. Ja, also von mir, ich glaube, 7 Punkte. 7 von 10 gebe ich da für Gringo. Und du? Ich gebe 8. Weißt du, was der Chris gegeben hatte? 7. Ah, okay. Also immer wieder relativ nah beieinander. Nicht wie bei dem Romy Schneider-Film. Ja. Warte mal. Ach so, jetzt kommen erst die Sneak-Tipps. Das wollte ich schon weitermachen mit meinem. Ja, wie sieht es denn aus mit den Sneak-Tipps für die kommende Woche? Wir haben morgen eine Doppelsneak und die Tipps lauten für die Sneak A: In der Ruhe liegt die Kraft. Und für die Sneak B: Medizin versus Jura.
Und es sind auch Tipps eingegangen. Und zwar tippt ein Herr Thomas, aber ein anderer Thomas, nicht der, der bei uns immer kommentiert. A, weiß er nicht so recht, was kommen könnte, aber der B würde nach Arrhythmia klingen, sagt er. Weiß ich nicht, habe ich nicht geguckt, um was es da geht, aber dann tippt der Peter noch bei A, tippt er auf A Quiet Place. Da hatte ich auch am Anfang sofort dran gedacht. Und bei B glaubt er, es könnte der Film kommen, Eleonore und Colette. Klingt irgendwie wieder schon französisch. Und dann hast du noch getippt, Erik. A, die Sanfte. Und für B, solange ich atme. Ja, kann mich irgendwie dran erinnern an meine Tipps. Ja, Ich das glaube, hat. der zweite ist mit Andrew Garfield. Aha. Der B ist, solange ich atme, ist mit Andrew Garfield, sehe ich auf dem Bild hier zumindest. Könnte sein, ja. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr so genau, warum, weshalb, wieso ich da was getippt hatte, aber ja. Ja, also ich bin diesmal total unschlüssig. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte total Lust auf diesen Quiet Place. Ich weiß noch nicht, ob der so 100% auf Tipp passt. Mal gucken. Ja, wird doch spannend sein, ob wir diesmal die bessere Wahl haben, weil beim Ja. letzten Mal es ein Doppelsneak war, war ja bei uns in dem Saal eher der schlechtere Film. Ja, gucken wir mal. Ja, wir werden es morgen Abend wissen. Für alle, die in der Umgebung sind, kommt ins Metropol in Stuttgart. Ich muss kurz husten, deswegen habe ich mich kurz Husten. stumm geschaltet. Ja, habe mich Husten. irgendwie verschluckt hier an meinem Wasser. Ich war noch mal im Kino, nämlich in Ready Player One. Und das hatte mich ja sowieso interessiert. Ich bin ja so ein alter Steven Spielberg-Fanboy und da gab es ja so positive, negative Meinungen. Ich habe extra versucht, nicht so viel an mich ranzulassen. Ich kenne auch das Buch nicht. Bin jetzt nicht einer, der sagt, boah, das ist hier, das weicht von Seite 15 rechts unten vom Buch ab und so. Sondern, außer bei der Marsianer. Ja, also in dem Film spielt Ty Sheridan die Hauptrolle und er, die Welt wird uns relativ schnell erklären. Das spielt nämlich in so einer düsteren Zukunft, die allerdings nicht so düster, so bräunlich düster ist wie bei Mad Max, sondern eher so bläulich gefärbt und düster, so ähnlich fast wie bei Matrix, aber. Ah, das sind so Slums und der lebt in so einer Art Slum und da ist es so, in diesem Slum, das ist jetzt nicht so ein Township, wie man das kennt, aus irgendwelchen armen Vierteln von, was weiß ich, Buenos Aires oder so, sondern da werden schon die Häuser übereinander gestapelt. Das sieht man auch im Trailer, das sieht irgendwie ganz kurios aus. Das sind riesige Türme von irgendwelchen Trailern, die übereinander gestapelt sind, wo halt wirklich die ärmeren Leute wohnen. Und er lebt halt auch dort. Seine Eltern sind gestorben. Und er lebt da mit irgendwie Tante oder so zusammen. Und die einzige Ausflucht, weil man kann halt da nicht irgendwie großartig rausgehen und irgendwo hingehen, weil das ist halt alles total irgendwie abgefuckt dort. Das macht keinen Sinn, sich da irgendwie zu bewegen in dieser Nachbarschaft. Deswegen bleibt man größtenteils zu Hause und taucht in eine Welt ein. Mit so einer VR-Brille und mit so einem System, dass man sich da quasi bewegen kann in dieser Welt. Und diese Welt heißt Oasis. Und diese Welt ist mal erfunden worden von einem gewissen James Halliday, der diese Welt generiert hatte, quasi wo für jeden alles möglich sein sollte. Und dieser James Halliday war ein ziemlicher Fan von diversen popkulturellen Phänomenen und das hat er auch ja ziemlich stark in in seine Welt mit eingebracht. Ein Großteil des Films spielt tatsächlich in dieser fiktiven Welt. Also wenn er seine Brille aufsetzt, dann ist er halt in dieser Welt und bewegt sich dort und später bekommt er dann noch so einen speziellen Anzug noch, dass er auch so Feedback und richtig spürt. Also wenn ihn jemand, was weiß ich, an einer bestimmten Stelle am Körper berührt oder sowas, dann wird das auch übertragen, sodass das
die Illusion quasi perfekt ist, wie sie bei Matrix immer ist, halt mittendrin irgendwie. Und dieser plötzlich verstorbene James Halliday, der ja einen großen Konzern aufgebaut hatte, das wirkt so ein bisschen an wie Apple oder so, der hat in dieser Welt so Easter Eggs versteckt. Und wer diese findet, Schlüssel hat er versteckt, Schlüssel und jede Menge Easter Eggs. Und wer diese Schlüssel findet, ich glaube 3 Stück sind es insgesamt, wer diese 3 Schlüssel findet, dem wird quasi die Macht über diese komplette Oasis gegeben, sprich die komplette Firma ihm übertragen. Denn der Erfinder dieses Systems wollte halt, dass das jemand übernimmt, die Macht über den Konzern, der wirklich ein Geek ist, der Interesse hat am Spielen, an neuen Sachen entdecken und ja, sich damit irgendwie in dieser Welt zurechtfindet. Allerdings gibt es mittlerweile andere Unternehmen, die auch diesen anderen Konzern haben wollen und damit begonnen haben, riesige Menschenmassen in diese virtuelle Welt reinzuschicken, quasi im Auftrag, um diese Sachen zu beschaffen. Also quasi nutzen große Unternehmen quasi die Manpower. Und da gibt es dann halt so Rennen, die gefahren werden müssen. Das ist so eine der ersten Challenges, um da so einen Schlüssel zu bekommen. Und während einer dieser... Oh, euer Hund bellt. Ja, Entschuldigung, es hat geklingelt. Kein Problem. Während dieser ersten Challenge lernt er auch so ein Mädchen kennen. Und man sieht sich halt immer nur als Avatar da drin. Ja? Also man sieht halt, ist halt komplett eine Fantasy-Welt. Also was weiß ich, wie World of Warcraft oder keine Ahnung. Aber er halt eher in so einer technologisierten Zukunftswelt ist das. Aber extrem perfekt gemacht und mit ganz, ganz vielen Easter Eggs und Crossovers und da, was weiß ich, da ist alles irgendwie drin. Da ist Spider-Man drin, da ist King Kong drin, da ist Godzilla drin. Da ist irgendwie alles da vertreten. Da ist ein Auto von Zurück in die Zukunft drin. Und also wer sich auch nur ein bisschen für Filme interessiert, also dem wird da wirklich das Herz aufgehen. Und wer sich sehr stark für Filme und Popkultur interessiert, ne, für den ist das eine wirkliche Oase. Und so war es halt für mich auch. Ich fand das, die Geschichte selbst ist natürlich für einen, der schon mal irgendwie ein Computerspiel gemacht hat, da irgendwelche Schlüssel finden und sowas. Und da ist nicht alles ganz so einfach. Und ja, das ist jetzt nicht so tiefschürfend. Aber es wäre ja kein Steven Spielberg-Film, wenn da nicht noch so ein bisschen so eine Dynamik mit drin wäre, Interaktion mit anderen Personen, gerade so Gruppen von Jugendlichen oder Familie. Das ist ja immer so ein Thema bei Steven Spielberg, was er ziemlich gut hinbekommt. Und das ist halt hier auch, also diese Gruppe, die sich dann da zusammenfindet, um gegen diesen bösen Konzern da anzutreten und in dieser Welt dann auch diese Schlüssel zu finden, und dann gibt es auch riesige Kriege, wo dann alles Mögliche gegeneinander antritt und so. Das ist wirklich ganz, ganz toll gemacht und das saugt einen richtig rein, wenn man sich da irgendwie so ein bisschen drauf einlässt. Und das ist alles so, dass man sagen kann, ja, das kann man schon, das kann schon so sein, also mit dieser virtuellen Welt. Da drin ist dann mal alles möglich, ja, je nachdem, was da programmiert ist, und Da kann halt alles passieren. Und wenn der Creator des Ganzen, wenn der sehr kreativ ist, dann kommt da halt auch irgendwie alles zusammen. Und sehr, sehr cool gemacht. Und das geht hin bis zu den Anfängen von Computerspielen. Da ist, ich will jetzt mal nicht zu viel verraten, da sind diverse alte Konsolen drin mit alten Spielen. Und da hängen Poster an der Wand, wo man bestimmte Sachen wieder erkennen kann. Da sind viele Tausende von Filmreferenzen drin. Und das ist aber nicht nur so, dass man so eine Checkliste, so, ja, das haben wir, sondern das ist halt wirklich auch so teilweise so ganz banal an der Seite irgendwo. Das ist nicht so, hey, guck mal, was wir hier Cooles gemacht haben, sondern teilweise ist das so, das musst du irgendwie zigmal gucken, damit du das alles erkennst. Ne? Ich freue mich dann schon auf den Blu-ray-Release, der dann irgendwann mal, weiß nicht, zu Weihnachten vielleicht kommen wird. Dann werde ich mir den auch noch einige Male angucken. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe ja auch schon einige andere Kritiken gehört, die, denke ich mal, aber auch von welchen kommen, die vielleicht ja viel, viel jünger sind als ich, die vielleicht so diese ganzen
ja, diese ganzen Anfangsphase der Computerspiele, was weiß ich, Space Invaders oder irgendwie die ersten Marios oder so, gar nicht mitgemacht haben, so aktiv, die vielleicht diese, da geht es dann auch zum Beispiel um die Atari 2600 Konsole und so, und die habe ich gehabt, ich habe die gehabt, das war meine erste Konsole. Und die, weißt du, und wer das nicht kennt, ja okay, das ist irgendein alter Computerscheiß oder so, aber ey, ich habe das Ding gehabt und die spielen da Spiele auf diesem Ding und die kannte ich zu großen Teil alle. Also das ist einfach so genial gemacht und wunderbar. Also Steven Spielberg at its best mal wieder. Ganz, ganz tolles Ding. Empfehlenswert. Ready Player One von mir. Ich gebe mal 9 Punkte. Hat mir wirklich gut gefallen. Toller Soundtrack. 80er Jahre Soundtrack, weil oh, geil. Der sagt am Anfang so, ja, er steht ja am liebsten so auf die 80er Jahre und so. Und dann fängt es auch schon gleich so an mit dem ersten Song am Anfang, wo man denkt, oh, okay. Und das hatte so ein bisschen so diesen augenzwinkernden Charme von Guardians of the Galaxy die ganze Zeit. Wobei das aber ja nicht ganz so, ja, es war ja nicht so mit Weltraum oder sowas, sondern das war schon, das hatte ja schon diese, ja, diesen etwas düsteren Grundtenor, weil letzten Endes waren die zwar in dieser virtuellen Welt Helden, aber letzten Endes haben sie halt wirklich im Slum gewohnt und da irgendwas gemacht. Mhm. Und das sieht man halt auch ab und zu mal. Und ach so, das Wichtigste habe ich noch vergessen, genau. Die wichtigste Prämisse in dem Ganzen nämlich, es ist so, man kann in dieser virtuellen Welt, dadurch, dass quasi alle sich in dieser virtuellen Welt bewegen, es bewegt sich kaum noch jemand in dieser realen Welt, insbesondere in diesen Slums, man kann sich da drin bewegen und kann da auch sich quasi nach oben leveln und kann da auch Geld verdienen und da besser werden. Und das hat mittlerweile den realen Status mehr oder weniger abgelöst. Das heißt, man versucht eigentlich nur noch in der virtuellen Welt irgendwie was zu werden und sich irgendwie einzukleiden und irgendwas. Und bei diesen Missionen, die man macht, kriegt man halt so Coins, wie es halt auch so dieses Belohnungssystem bei manchen anderen Spielen ist, und kann dann halt in dem Spiel selber sich für die Coins was kaufen. Und es ist aber so, wenn man in dieser virtuellen Welt stirbt, dann kommt da so eine coole Animation, wo dann halt dieser Körper einfach so in den Staub zerfällt und dann fliegen die ganzen Coins runter, so wie bei, weiß nicht, bei irgendwelchen Computerspielen, wenn irgendwie eine Figur stirbt, die dann auch eine Münze hinterlässt oder sowas, wie bei Mario, ne? Bloß halt hier ganz viele. Und die kann halt jemand anders dann aufsammeln und sich dann rüberholen. Und es ist aber halt so, wirklich, dadurch, dass manche sich da sehr, sehr lange über Jahre drin bewegen, haben die richtig viel angesammelt. Und gerade diese Missionen, die dann so zu erfüllen sind, die sind halt auch mit einem gewissen Risiko verbunden. So dass man halt, man stirbt jetzt nicht in der realen Welt dann auch, sondern man ist halt in der realen Welt, aber hat halt dann in der virtuellen Welt nichts mehr. Ne? Man muss wieder ganz, ganz unten anfangen. Und das ist ja für viele eigentlich auch schon das seelische Tod, wenn sie da irgendwie wieder bei Null anfangen müssen und sich da anfangen müssen mit Hochleveln und irgendwie Geld verdienen und sowas. Ja, deswegen ist das auch für ihn, für unsere Hauptfigur, mit einem deutlichen Risiko verbunden. Die fahren da wirklich halsbrecherische Rennen mit den Autos und das ist so eine Art Death Race dann auch, wo jeder gegen jeden und so. Und wenn du sagst, dass die sich da hauptsächlich aufhalten und so, ist da auch, ist, also ich kann nicht, weiß nicht, ob es für das Thema sinnvoll wäre, aber ist Realitätsverlust da auch irgendwie mal angedacht? In dem Film? Also weil, nee. Wenn ich mir belege, wenn die ganze Zeit da sind, sich da ein Leben aufbauen, die wirklichen Personen, die da ja dahinter stecken, die trinken in der Zeit nicht, die essen nicht, die trinken nicht, die verlieren ja sämtliches Gefühl zu ihrem wirklichen Ich. Ja, das ist jetzt nicht so wie bei Matrix, dass sie da so völlig im Delirium dann irgendwie in dieser Welt sind, sondern ja, die haben so eine Brille auf und die merken auch, wenn jetzt irgendjemand anders, die fahren dann zum Beispiel auch mal Auto und da ist einer von denen, muss da gerade rein in diese virtuelle Welt. Und dann sagt jemand anders was, beziehungsweise das Auto wird gerammt, dann redet er auch mit seinen Leuten außenrum. Also der hat halt nur so eine Brille auf, ne? Also der ist jetzt nicht völlig entkoppelt. Und nee, ich meine nur, weil das ja tatsächlich im wahren Leben auch schon ein Thema ist. So. Ja, ja. Bei diesen Hardcore World of Warcraft-Zockern, die halt mal kurz wegen Dehydrierung vom Schulkippen und solche Späße.
Das wird jetzt hier im Film nicht thematisiert, nicht aber das... Okay, das wollte ich nur wissen. Aber das kann das natürlich, ja, das kann natürlich durchaus sein dann. Ja, ansonsten, mir hat es echt gut gefallen, der Film. Wirklich sehr spektakulär, extrem nerdig, der Film. Also mit dem, was da alles so drin ist. Es ist einfach herrlich, was man da alles so erkennen kann. Und da ist halt wirklich immer irgendwas zu erkennen. Ne? Und man freut sich dann auch. Und manchmal ist es nur ein Lied, manchmal ist es eine Geste. Ja, es gibt ja mittlerweile schon etliche Seiten, die irgendwie die ganzen Easter Eggs da rausgesucht haben. Ich würde jedem empfehlen, der den Film eventuell noch sehen möchte, guckt die nicht an vorher, sondern man freut sich dann halt einfach so, oh, das ist aus dem und dem Film und cool und ach. Und dann kommt noch so ein, haben sie noch so einen Zauberspruch, da habe ich gedacht, oh, das ist doch aus dem Film, ey, echt? Haben die das gebracht jetzt und so? Und dann habe ich nachgeguckt, tatsächlich, es war, hat die wirklich aus dem anderen Film und das sollte auch wirklich so sein, dass es aus, als Referenz an diesen Film ist und so. Ja, herrlich. Herrlich. Also, ich glaube aber, wie gesagt, man muss schon ja, ein gewisses Alter mitbringen, um die ganzen Sachen zu verstehen, weil da sind wirklich viele Sachen aus den 80ern dabei. Filmsachen, Computertechnik und so, damit es richtig Spaß macht. Ansonsten du sagst also, ich mit meinen jungen 30 würde den Film nicht so gut finden. Das kommt drauf an. Das kommt drauf an, wenn du viel Sachen aus den 80ern gesehen hast oder da, ja, weiß nicht, da dich da auskennst. Ich meine, da sind halt so wirklich ganz offensichtliche Sachen wie irgendwie das Auto von Zurück in die Zukunft drin. Ja, das kennt ja jeder. Ja, ist ja auch aus den 80ern, siehst du? Aber das sind halt auch so etwas unbekanntere Sachen drin, aber halt nicht nur 80er, da ist auch was weiß ich, Godzilla drin und auch so ein paar neuere Sachen. Ich glaube, ich muss mir den Film mal angucken. Ja. Cooles Ding, von mir Empfehlung, Ready Player One. Und haben wir eigentlich noch einen? Nö. Kein Kinofilm weiter. Auch, ich habe sonst auch nicht zu Hause geguckt, ich habe nur ein bisschen Serie noch geguckt. Dann schauen wir mal, was diese Woche so anläuft, um zu sehen, was wir vielleicht nächste Woche vorstellen. Kinocharts und Neustarts. In Stuttgart, hier bei uns, sieht es wie folgt aus. Auf Platz 10 ist immer noch Unsere Erde Teil 2. Platz 9, Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier. Platz 8, Black Panther. Platz 7, Midnight Sun, alles für dich. Platz 6 ist Tomb Raider. Platz 5 ist Ready Player One, könnte ruhig noch weiter höher gehen. Platz 6 ist Platz 4 ist Verpiss dich, Schneewittchen. Platz 3 ist Pacific Rim Uprising. Platz 2 ist Peter Hase. Und Platz 1 ist Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Man sieht, es sind Ferien. Ja. Es starten folgende Filme. Am 12.04. hier in Stuttgart. Der Sexpakt. Teenager-Komödie über drei Elternpaare, die verzweifelt versuchen, den ersten Sex ihrer Töchter zu verhindern, indem sie deren Abschlussball sabotieren. Unter anderem mit John Cena und Leslie Mann. A Quiet Place startet auch neu, wo Emily Blunt irgendwie ganz ruhig sein muss, weil da irgendwelche Viecher sonst kommen, wenn die auf Geräusche reagieren. Dann Drei Tage in Quiberon hatten wir in der Sneak Preview, haben wir schon ausführlich vorgestellt. Ach, apropos, kann er mal. Ach nee, das mache ich nah, weise ich nah darauf hin. Dann geht's weiter mit Steig nicht aus. Hatten wir auch in der Sneak Preview gehabt, auch ausführlich vorgestellt. Einfach mal gucken da auf der Startseite, ein bisschen runterscrollen. Dann läuft an Spielmacher mit Frederik Lau als vorbestraften Ex-Fußballer, der an das Geschäft mit Sportwetten verstrickt ist und von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Es gibt noch eine Wiederaufführung von dem Wim Wenders-Klassiker Himmel über Berlin, eine restaurierte 4K-Fassung. Die gibt es dann bestimmt auch bald auf Blu-ray. Also wer ihn noch nicht gesehen hat, kann ihn ja mal gern anschauen. Viele kennen vielleicht auch das Remake mit Nicolas Cage, Stadt der Engel, mit Meg Ryan. Das US-Remake, was aber nur die Grundprämisse irgendwie gleich hat und dann halt auf Hollywood gebügelt hat. Hier ist halt wirklich ein bisschen ausufernder, halt Wim Wenders typisch. Was haben wir noch? Papa Moll und die Entführung des fliegenden Hundes. Eine turbulente Komödie für die ganze Familie rund um den tollpatschigen, aber liebenswürdigen Papa Moll, der am Wochenende allein auf die Kinder aufpassen soll. Boah.
Das etruskische Lächeln, eine Bestseller-Verfilmung über einen schottischen Einsiedler, der seine Familie in San Francisco besucht und im Alter noch einmal das Glück zu leben erfährt. So. Ja, das war's eigentlich hier bei uns, ja, genau. Ja, ich glaube dann, also dadurch, dass wir ja auch schon viel gesehen haben, das Quiet Place interessiert mich jetzt nicht so sehr, weiß nicht, wenn so ein Film die ganze Zeit nichts erzählt wird. Nein. Ich glaube, da... Das ist ja kein Stummfilm. Da gucke ich lieber, ob es mal mit... ich hatte ja überlegt gehabt, gehe ich in Pacific Rim Uprising oder Ready Player One? Vielleicht gucke ich dann doch nochmal Pacific Rim Uprising. Aber ich habe von irgendjemand gehört, der soll nicht gut sein. Der soll irgendwie alle enttäuschen, die Teil 1 gut fanden, habe ich gehört. Deswegen zögere ich da noch etwas. Okay, dann gucken wir mal, wie es hier so im Serienbereich aussieht. Serien. Da hast du was geguckt hier. Ja, also ich meine, ich habe die Serie sogar schon mal vorgestellt, aber aus aktuellem Anlass muss ich sie nochmal vorstellen, weil sie einfach fantastisch ist. Und zwar geht es um die Serie Unreal. Läuft bei Amazon, aktuell erscheint jeden Freitag eine neue Folge, zur dritten Staffel schon. Und da ich dritte Staffel schon wieder so verschlinge und unbedingt auf die nächste Folge immer hoffe und mich freue, dass das Freitag ist, musste ich einfach erst Staffel 1 und 2 nochmal schauen. Und das ist so abgefahren. Ich liebe diese Serie. Also es gibt wirklich kaum Serien, wo ich sage, die sind so der Hammer. Also Criminal Minds gehört dazu, aber Unreal gehört definitiv dazu. Worum geht's? Im Zentrum von dieser Serie steht Shiri Appleby, ich weiß nicht, wie man ihren Namen ausspricht. Appleby. Gespielt von Ray. Appleby vielleicht. Appleby. Ich weiß nicht. Appleby. Ja, keine Ahnung, ist egal. Man kennt sie auf jeden Fall, wenn man sie sieht. Und sie spielt die Rachel, eine junge Produzentin, die hinter den Kulissen einer so Hit-Dating-Show, so à la Bachelor und Bachelorette und so, mitmacht. Und sie ist junge Produzentin. Und die Sendung heißt bei denen Everlasting. Und sie muss quasi künstliche Dramatik generieren, damit die Episoden gut werden. Und das ist so, also ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Man kann, wenn man diese Serie anguckt, kann man keinen Bachelor mehr angucken, keine Bachelorette mehr angucken, weil man immer im Hinterkopf hat, könnte das aus Unreal so vielleicht tatsächlich im wahren Leben auch sein? Denn hier werden Intrigen gespinnt. Hier werden die Kandidatinnen, die ja auf den einen Prinzen quasi hoffen und von Woche zu Woche nicht rausgewählt werden wollen, werden manipuliert, ihnen werden Lügen erzählt, ihnen werden Dinge vorgeworfen oder es werden Gerüchte verbreitet, die gar nicht stimmen, nur um entsprechende Dramatik in die Serie zu bringen, in die Folge zu bringen, dass es einen geilen, guten Cliffhanger gibt oder dass viel nackte Haut gezeigt wird, ein kleiner Skandal. Und darum geht es in der Serie. Also die ist quasi eine Serie über eine Serie, wie sie gemacht wird. Über, ja, Reality-TV. Das ist so gut. Also es ist nicht lustig oder so, es ist knallhart. Das ist ganz oft so, ach du Schande. Ja. Und, aber die Hauptdarsteller sind der Wahnsinn, die zwei Mädels. Ich verschlinge es. Wirklich, ich kann gerade nichts anderes gucken. Und ich habe mit Doctor Who angefangen gehabt. Ne? Und ich kann nicht aufhören, Unreal zu gucken. Ich bin jetzt mit der ersten Staffel schon wieder durch. An einem Tag. Und ich kann wirklich diese Serie jedem ans Herz legen, die so ein bisschen auf Drama stehen und die auf, die vielleicht gerade eben den Bachelor und die Bachelorette total dämlich finden, die werden diese Serie feiern, weil sie einfach das Ganze mal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Und ja, das Schöne an der dritten Staffel ist, also die erste und die zweite Staffel, da ist es immer ein Junggeselle mit Damen. Und in der dritten Staffel wird der Spieß umgedreht, da gibt es dann eine Junggesellin mit lauter Männern, die sie kennenlernen wollen und so. Also quasi wie bei uns, früher gab es immer nur den Bachelor, jetzt gibt es halt auch die Bachelorette. Und
Die dritte Staffel, die geht schon wieder so ab. Also, und dann gibt es eben nicht nur die Sendung, was da passiert und mit den Teilnehmern, sondern auch halt die Geschichte dieser beiden Hauptdarstellerinnen, der Rachel und ihrer Chefin, was mit denen so abgeht. Weil die haben nämlich beide einen so dermaßen an der Klatsche, aber das funktioniert, die müssen so sein, weil sie sonst die Sendung nicht gut machen würden. Sonst wäre das kein gutes Fernsehen, was die beiden produzieren. Und das ist so abgefahren. Ich wirklich, guckt euch mal an. Guckt mal an, nur die erste Folge der ersten Staffel und ihr versteht, was ich meine. Und wenn ihr die nicht gut fandet, dann braucht ihr nicht weiter gucken, was geht genauso weiter. Wird noch krasser. Aber die erste Folge gibt schon so einen richtig guten Einblick, was das für eine geile Serie ist. Entschuldigung, ich habe jetzt ein Loblied gesungen, aber Hammer. Okay, die läuft auf Prime und heißt Unreal oder Amazon heißt die Prime Unreal? Nee, Unreal ist von Amazon Prime. Okay, alles klar. Gibt's in Prime, alle drei Staffeln. Okay, klingt spannend. ist das dann, das habe ich jetzt nicht gerade ganz mitgekriegt, ist das also die Serie selbst ist ja wahrscheinlich fiktiv, ja, und die eigentliche Serie, um die es geht, ist auch fiktiv, ja, oder ist das dann... Ja, im Endeffekt schon, genau. Also hat deutliche Parallelen zu den tatsächlichen, richtig. Sozusagen, okay. Also, es ist quasi eine fiktive Serie darüber, wie Reality-TV gedreht wird. Also quasi fast wie eine Show 30 in Rock. Show. 30 Rock, so ungefähr. Ja, so ein bisschen, aber anders. Bestes Beispiel, eine Arbeitskollegin von mir, die hat immer den Bachelor geguckt. Und es war immer ganz anstrengend, wie die dann erzählt hat. Und, das war so süß, was die gesagt haben und bla und hier. Ach so, Gott. Also, du weißt schon, dass das alles nur geschnitten ist und dass das alles fiktiv ist und dass das alles gar nicht echt ist. Und sie so, nein, ich glaube schon, dass das echt ist. Und dann habe ich ihr die Serie Unreal empfohlen. Sie kam zwei Tage später zu mir und hat gemeint, du hast mein Leben ruiniert. Ja, vielleicht wollen auch manche lieber an den Weihnachtsmann weiterglauben, ne? Ja, nein, aber das ist so unglaublich gut gemacht. Ich kann mir das echt vorstellen, dass es tatsächlich so abgeht in den USA bei diesen Reality-TV-Shows. Ja? Wenn das halt scheiße ist, was die labern, dann gibt es einen Cut, dann wird es neu gedreht und dann wird es so zusammengeschnitten, dass es das ergibt, was die Producer sehen wollen. Das ja, da werden, in den USA. Da werden. Ja, du weißt, was ich meine, aber das ist halt eine US-amerikanische Sendung. Ach so. Und das ist halt, ich glaube, ich kann mir das echt vorstellen, dass es genauso abgeht dort. Ja, mit Sicherheit. Deswegen macht es ja Spaß, das anzugucken. Ich denke schon, ja. Das ist so, ja. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das so läuft, ja klar. Ich meine, hey, das merkt man ja auch schon, wenn das so ein bisschen zusammengeschnitten ist und wenn dann noch bei den Leuten irgendwie noch versucht wird, dass die alle irgendwie eine schwere Kindheit haben, die da hingekommen, und sowas. Ja, das wird irgendwie, diese Teilnehmerinnen, jetzt sagen wir mal, es gibt den Junggesellen und dann 16 Mädels, die müssen ja betreut werden. Die haben ja, das sind ja Leute angestellt, die sich nur um diese Mädchen kümmern. Ja? Da gibt es dann eine Betreuerin, die hat drei Mädels unter ihren Fittichen. Und die erzählt allen drei genau das Gleiche, und zwar, dass der Junggeselle gesagt hat, dass sie total interessant sind, dass sie voll auf sie stehen, dass sie hübsch sind, dass sie muss alles dafür tun, nur damit eins ihrer Mädchen gewinnt, denn es gibt Prämien, ja, weil das Mädchen, das unter den Fittigen der Producerin steht, wenn das gewinnt, kriegt die Producerin natürlich auch Geld. Ach so. Ja, da werden hinter den Kulissen Wetten abgeschlossen, von wegen, wenn du es schaffst, dass das und das passiert mit dem und dem Mädchen, dann lege ich dir hier $1,000 auf den Tisch, als Deal, so, ne? Oh. Und dann versuchen die das hinzukriegen. Dann werden da Intrigen gesponnen, dass es kracht, nur damit die ihren Bonus bekommen. Das ist so abgefahren. Klingt aber schon irgendwie interessant, ja. Es ist richtig cool. Weil das Problem ist, man verachtet die beiden für das, was sie tun. In dieser Show, mit diesen Frauen und mit den Männern und was weiß ich, ne? Andererseits hast du mega Respekt vor denen, weil es echt gut gemacht ist. Weil das ist, ja, die wollen halt gutes Fernsehen machen. Und so. Ja, was heißt gutes Fernsehen? Stelle ich mir das tatsächlich vor. Ich weiß nicht, ob das gutes Fernsehen ist, wenn da. Das sind Einschaltquoten. Ja. Es geht nur um Einschaltquoten. Ja,
Das heißt ja nicht, dass es gut ist, weil es viele Leute gucken. Ja, natürlich. Tja. Aber das stellt diese fiktive Serie einfach extrem gut dar. Okay. Und deswegen finde ich es auch super geil, dass es schon noch tatsächlich 3 Staffeln schon gibt. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass die einen oder anderen Serienmacher von so einer, also die tatsächlichen Reality-TV-Macher das nicht so geil finden, dass sie so quasi in den Dreck gezogen werden durch diese Serie. Meinst du, dass das so viel Aufsehen erregt? Ich glaube schon, ganz ehrlich. Also, ich glaube schon. Okay. Tja. Also, auf Amazon Prime, wer das hat, mal reinschauen und dann auch mal einen Kommentar da lassen, wie ihr es fandet. Unreal, die Serie. Ich habe auch noch eine Serie, die ich jetzt mal quasi wieder geschaut habe. Ich hatte irgendwie damals die ersten paar Folgen geschaut, als sie neu rauskam. Es handelt sich um Lethal Weapon. Da gibt es ja auch ein paar Filme davon. Und da gab es eine US-amerikanische Serie mit anderen Darstellern, also nicht mit Mel Gibson und Danny Glover, sondern mit, Clayne Crawford und Damon Wayans. Und den Damon Wayans, den kennen wir ja, der ist ja einer von diesen Wayans-Brüdern, die manchmal irgendwelche unsäglichen Komödien gemacht haben. Aber hier spielt er quasi den Murtaugh, den Roger Murtaugh. Und der hat hier am Anfang ziemliche gesundheitliche Probleme und bekommt eben dann diesen neuen Partner auch mit dazu. Und ich habe am Anfang gedacht, ja, das ist so eine Action-Serie, so wie Hawaii 5.0, irgendwie so ein bisschen immer kracht war es, jedes Mal gibt es einen Fall der Woche und so. Aber es ist doch schon, ich habe mir jetzt mal, da gab es auf irgendeinem Sky-Sender, weiß nicht mehr wo, TNT-Serie oder 13th Street irgendwo, haben sie die ganze erste Staffel mal in der Nacht gebracht, da habe ich mir die alle aufgenommen und habe die jetzt so peu à peu geschaut. Also die ich noch nicht kannte, quasi ab Folge 4 oder 5 oder so. Und ich muss sagen, ist echt nicht schlecht. Also gewinnt immer ein bisschen mehr Tiefe. Also die Serie wird dann auch mutiger, je länger sie läuft. Sie packt dann auch so ein paar Themen an, wo ich gedacht hätte, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass so eine Action-Serie da in die Richtung was macht. Ich finde es ziemlich gut. Also kann ich auch empfehlen. Ist jetzt schon ein bisschen älter, deswegen will ich jetzt mich mal nicht zu lange dran aufhalten. Aber Lethal Weapon, die Serie, hier steht in der Wikipedia, was ich gerade aufhabe, die deutschsprachige Erstausstrahlung war zunächst ab Januar 2017 bei ProSieben geplant, wurde dann auf unbestimmte Zeit verschoben. Ist nun bei Schwestersender Sat.1 angedacht. Also ich habe keine Ahnung, wo die jetzt läuft. Das ist mir zu verwirrend geschrieben. Ach, hier steht's. Wahrscheinlich gar nicht. Im deutschen Free-TV wird die zweite Staffel seit dem 5. Februar von Sat.1 gezeigt. Okay. Wusste ich nicht. Also ist nicht einer meiner Hauptsender irgendwie, die ich so die ganze Zeit laufen habe, habe ich nicht mitgekriegt, dass da schon die zweite Staffel läuft. Also ich habe jetzt gerade mal die erste Staffel nochmal durchgeschaut, aber ja, vielleicht hat es ja jemand von den geschätzten Hörern geschaut und kann sagen, ob das noch besser wird oder so. Ist ja dann meistens, wenn es dann von dem ersten in die zweite Staffel reingeht, ist ja manchmal ein bisschen die Luft raus. Könnt ihr ja mal schreiben, ob das hier auch so ist oder ob man das weitergucken kann. Ja. Hast du schon mal irgendwie reingeguckt in die Serie? Ja, also ich habe mal die erste oder zweite Folge gesehen, auch gerade bei Sky, aber es war nicht meins. War nicht meins. Mhm. Okay. Das Problem ist, ich mochte auch die Filme schon nicht. Oh. Shando. Ja. Schande über dich. Weiß. Ja, ich weiß. Ja. Na gut, also Lethal Weapon, Empfehlung von mir. Und jetzt gucken wir mal in die Rätselecke rein. Rätselecke. Jo, dann leg mal los. Kam was an? Ich hab E-Mails gekriegt, ja, sogar ganz viele, 3 Stück. Yep. 3? Da geht aber noch mehr. Da geht noch mehr, aber ich freue mich total über diese 3 E-Mails. Ich fange mit der ersten an, die kam nämlich direkt am Folgetag, am Montag aufgezeichnet, Dienstag kam die E-Mail vom Rainer. Und der Rainer glaubt, dass mein Filmrätsel Fluch der Karibik war. Das hatte ich aber auch gedacht. Schauen wir mal, was die anderen noch gesagt haben und dann löse ich auf. Die Steff hat geschrieben, dass
Und sie denkt auch, es ist Fluch der Karibik. Sie hätte es schon am ersten Satz erkannt. Aha. Schauen wir mal. Und der Thomas hat noch geschrieben, er denkt auch, dass es Fluch der Karibik ist. Und er hat bei deinem Zitat noch dazu geschrieben, die Verurteilten. Das ist richtig. Bei mir ist auch richtig. Kann ihr mich, hattet kann alle mich, drei recht. Kann mich erinnern. Ja, es war Fluch der Karibik und somit hat der Rainer als allererstes aufgelöst. Glückwunsch. Bitte weiter so machen. Der Rainer. Der Rainer. Ja. So. Und ich habe was Neues. Du hast was Neues? Na dann, leg mal los. Achtung. Er hat alles, was ein echter Spitzenkoch braucht. Ein feines Näschen, einen ausgewogenen Geschmackssinn und raffinierte Ideen zum Zubereiten kreativer Speisen. Das einzige Problem, er dürfte eigentlich gar nicht kochen. Ah, das weiß ich auch. Das weiß ich auch. Einfach mir eine E-Mail schreiben, wer es weiß, an kate@kinocast.de. Nett. Und nächste Woche, kate.kinocast.net. Entschuldigung. Und wir lösen nächste Woche dann auf. Wer errät es als erstes und wer errät es richtig? Ja, das weiß ich ganz sicher. Das denke ich mir, dass du das weißt. Wo habe ich denn jetzt hier meins hin? Ach, hier. Genau, welches wollte ich hier? Hier, genau. Da hat irgendein Typ Nasenbluten und verkauft das für 30.000 Euro. Mal gucken, wer das rauskriegt. Hoho, okay. Ist aber das ein bekannter Film. Das ist aber nichts. Das ist jetzt nichts Unbekanntes, ja? Ich notiere mir das hier mal. Bei mir auch nicht. Dass ich das hier. Ja, deiner ist bekannt. Lief der am Wochenende? Ja, der lief am Wochenende. Okay. Der lief gestern. So, mehr Tipps gibt's nicht. Alles klar. Jo, dann schreibt die Lösung an kate@kinocast.net und dann schauen wir mal, was wir dann so rausbekommen. Ich schau mal in die Kommentare rein zur Folge der letzten Woche. 4 Stück haben wir hier, sehe ich gerade. Da hat der Thomas geschrieben, ach, der hat auch Ready Player One geguckt, mit diesem mitreißenden Blockbuster, der leider auch ein paar erzählerische Schwächen beinhaltet, beweist Steven Spielberg, dass er immer noch nichts verlernt hat. Gespickt mit zahlreichen Zitaten und Querverweisen zu anderen Filmen, Videospielen etc. Gute Effekte und Spannung sind garantiert, falls Eric noch reingehen sollte in den Streifen, bitte bei der finalen Schlacht besonders gut aufpassen. Kleine Easter Egg für Godzilla-Fans. Hä? Ach so, ja. Also klein? Okay. War ziemlich groß, würde ich sagen. Also es war eigentlich kein Easter Egg, es war eigentlich Fist in your face eher. Die Steff hat Stieß in Paris angeschaut. Den ersten Teil hat sie damals in Gera an der Sneak gesehen. Oh, den habe ich da auch geguckt. und hat ihn so gefeiert, dass er immer noch zu ihren Lieblingsfilmen gehört. Daher konnte sie sich den zweiten nicht entgehen lassen. Sie ist allerdings mit einer falschen Voraussetzung reingegangen. Das ist gar keine Fortsetzung von Willkommen bei den Stieß. Ja, da haben sie bloß den deutschen Titel umbenannt, damit das irgendwie so klingt. Ich glaube, im Original ist da ganz anders, bloß weil da eine Schauspieler mit dabei ist. Hat man halt gedacht, Deutschland, man greift mal diesen Titel auf. Ne? Na toll. Ich dachte das, weil es fast alles die gleichen Schauspieler sind, aber es handelt sich um eine ganz andere Familie im gleichen Filmuniversum. Das hatte ich aber nicht gleich kapiert, da ich den Namen der Charaktere im Originalfilm nicht mehr weiß. Und da ich auch ein paar Minuten vom Anfang verpasst habe, wurde mir erst ziemlich spät klar. Mir hat der Film auch wieder recht gut gefallen, obwohl sie nicht ganz so gut wie der alte. Vor allem mochte sie die Stimmung und natürlich die Schauspieler. Es war nicht ganz so lustig, gab ein paar traurige Szenen, aber die Lustigen haben auch ihren Humor getroffen. Und wurden auch die Grundlagen alle nochmal erklärt, sodass der Film auch funktioniert, wenn man den ersten Teil nicht gesehen hat. Sie gibt 7 von 10 zurückgelassene Buntstiftpackungen. Ach, und der Thomas hat noch mehr gesehen, nämlich das Zeiträtsel. Die Verfilmung des Jugendromans überzeugt mit visuellem Einfallsreichtum. Und er gibt 7,5 von 10 Punkten. Und Godzilla Monster Planet, ein Anime auf Netflix. Interessant, wusste ich gar nicht, dass es da gibt. Anime ist gut am Computer gezeichnet worden und von der Geschichte her ganz nett. Aber Godzilla passt irgendwie nicht in die Handlung. Die fliegenden Ungeheuer, die kurz auftauchen, haben was vom Shin Godzilla, könnten auch von ihm abstammen.
die Aliens hätte es nicht gebraucht und weibliche Charaktere sind im ersten Teil, insgesamt sind drei Teile geplant, Randfiguren. Es wird zu viel von Ehre, Mut und Arroganz der Menschheit und Rache gefasst. Das ist aber typisch bei solchen Filmen in Japan, die so in Japan angesiedelt sind, so mit Ehre und so. Ja. Allein das vorläufige Ende überzeugte schon mehr und macht Lust auf Teil 2. Er gibt 5,5 von 10. Und so richtig Lust macht das ja nicht mit 5,5 von 10, aber na gut. Aber klingt ja trotzdem ganz interessant. Godzilla auf Netflix, ja, mal schauen. Hm. Kann ich ja hier über meinen Fire TV Stick auf dem großen Fernseher gucken. Jo, das waren die Kommentare zur vergangenen Woche. Und ich werfe mal einen Blick rein, wer hier fleißig war und unsere Amazon Affiliate Links genutzt hat und damit den Kinocast unterstützt. Also, liebe Hörer, wer das noch nicht kennt, wer vielleicht neu dabei ist, auf kinocast.net gibt es so Filmempfehlungen. Die sind so Amazon, steht überall was mit Amazon an der Seite, ist auch so ein Button. Wenn ihr da draufklickt und danach bei Amazon irgendwas bestellt, dann kriegt der Kinocast eine kleine Provision ab. Das kostet euch nicht mehr. Das heißt, wenn ihr sowieso irgendwas bestellt, klickt da einfach vorher bei uns drauf. Das wäre super. Das ist nicht viel, was dabei rumkommt. Amazon im Gegenteil, es wird immer weniger. Aber ja, jeder Cent hilft. Es hat jemand bestellt, Myriad High, was Chloe entdeckt, Band 3. Das muss ich mir mal angucken. Das ist bestimmt irgendein Hörbuch oder... Ein Buch oder so. Ne? Ein Buch oder ein Hörbuch, warte mal. Hier stehen nämlich immer nur so die Titel. Steht natürlich nicht, wer da irgendwas bestellt hat. Ja, ein Buch. Das sieht aus wie so ein, ich sag mal, so ein Jugendbuch oder sowas, würde ich es mal nennen. Okay. Der Anschlag, das ist ein Film, glaube ich. Mit, ja genau, der Anschlag hat jemand Special Collectors Edition DVD, 6,40 Euro, das geht ja, mit Ben Affleck und Morgan Freeman. Hab den schon mal gesehen vor einigen Zeiten, fand ich ganz nett. Ein Fahrradkettenschloss, boah, so ein richtiges Riesenteil da mit, also damit kann bestimmt niemand ein Fahrrad klauen mit dem Ding. Was ist das? Dell UW 34178,671. Was ist denn das? Ach, ein Bildschirm. Oh. Ich glaube, ein 16 zu 10 ist das, wenn ich so das Bildformat richtig. Also kein 16 zu 9, sondern quasi noch volles Breitformat. Der ist ja cool. Der fetzt. Ja, gefällt mir. Schönes Ding. 34,1 Zoll, aber dadurch, dass es eben so ein anderes Bildformat hat, der 3440 mal 1440 Pixel. Ja, steht hier irgendwo das Bildformat? Nee, steht nicht da. Aber ich tippe mal 16 zu 10, wenn ich das so sehe. Ja, cooles Ding hier. Kostet aber auch ganz schön Geld. Also da muss jemand irgendwie wahrscheinlich eine Grafik oder sowas im Grafikbereich oder so tätig sein oder Filmschnitt oder sowas, damit man sich sowas da leisten kann und hinstellen kann. Was ist das? AirMod, kabelloser Bluetooth-Adapter. Mal gucken, das ist bestimmt sowas, wo man... Oh, ist es nicht das für die Bose-Lautsprecher? Genau, für Bose Quiet Comfort. Ja, irgendwie ein kabelloser Adapter. Achso, das steckt man unten dran und dann kann man quasi mit den Bose-Kopfhörern drahtlos hören. Und dann noch The Circle, den hatten wir auch schon mal im Kinocast besprochen. Diesen Film mit Emma Watson und Tom Hanks, den hat sich jemand direkt bei Prime Video gekauft und angeschaut. Ja, vielen Dank an alle, die sich irgendwie wiedergefunden haben. Wer den Kinocast unterstützen möchte, kann das ja gern tun. Es gibt da diverse Möglichkeiten, die findet ihr bei kinocast.net ganz oben. Danke für eure Unterstützung, da findet ihr diverse Möglichkeiten. Oder, was ich lange Zeit unerwähnt gelassen habe, was ich aber jetzt hiermit mal tun möchte, wenn ihr die Beiträge öffnet, dann seht ihr auch immer so die Wertungen, zum Beispiel von der Kate oder so, wo dann eben die 8 Punkte stehen von dem Film und so. Und daneben sind so kleine Buttons, so kleine Icons. Und da ist zum Beispiel auch die Amazon-Wunschliste von den einzelnen Personen verlinkt.
Die Kate wünscht sich zum Beispiel eine Tennisball-Wurfmaschine für Hunde. Kostet aber ganz schön viel. Ich glaube, das wird, wird dir niemand schenken. Du musst da noch ein paar kleinere Sachen mit drauf, ein paar DVDs oder so. Mhm. Weil du hast ja alles für 349 hier irgendwelche. Also ich glaube, ich meine, da dass Chris da mit dabei ist in der Liste. Du musst da mal ausmisten. Das günstigste ist hier irgend so eine Nerf Gun für 29,50. Ich glaube, der Chris hat die da reingeschmissen. Genau, aber ja, vom Chris findet ihr auch eine. Der hat, ach nee, das ist dieselbe Wunschliste. Vielleicht macht ihr mal getrennte oder so. Ja. Bei mir gibt es auch ein paar Wünsche. Also wenn ihr da mal Muse habt, dann könnt ihr auch mal bestimmten Leuten irgendwas schenken. Irgendwelche Filme, die da draufstehen auf der Liste. Oder irgendwelche anderen Sachen. Genau, das zählt auch. Oder natürlich die einfachste Art der Unterstützung, einfach einen Kommentar da lassen oder ein Like da lassen auf Facebook. Wenn die Sendung auf Facebook geteilt wird, dann einfach mal die Sendung auch teilen. Und wenn es auf Twitter und so, das freut uns dann auch immer. Ja, diese Sendung ist auch immer noch gesponsert von dem Jürgen, der quasi die Serverkosten für das erste halbe Jahr übernommen hat mit seiner Spende. Damals vielen Dank auch nochmal dafür. Hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal nicht erwähnt. Möchte ich diesmal explizit wiederholen. Und dann sind wir eigentlich durch, denke ich, oder? Ja. Ja, doch. Ja. Dann sehen wir uns morgen, liebe Hörer. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Lasst euch gut gehen. Bis dann. Vielen Dank, Kate. Tschüss. Ja, gerne doch. Tschüss. Bis bald im Kinocast.